Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer Runde Wolf. Mal gerade geguckt, ob das Aufnahmeprogramm mal läuft. Deswegen habe ich so ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt. Mal das Mikro festmachen. Oh, jetzt habe ich dagegen gehauen. Egal. Und die Haare glänzen schön bei dem Licht. Immer diese Gel-Dinger. Wir bauen heute mal wieder ein bisschen was weiter. Und zwar habe ich mir ein Schild gesetzt, dass ich es auch nicht vergesse. Und zwar zeige ich euch da mal eben. Aber wir gehen mal im Pennen, weißt du? Da geht man einmal bei Minecraft rein und dann regnet alles. Aber ich möchte ganz gerne haben, dass das hier alles schön hell ist. Schön hell. Und wir bauen heute die Mobfarm mal richtig geil. Oh, das habe ich schon gespoilert, bevor ich das Schild gezeigt habe. Hier, Mobfarm. Und den Übergang da oben. Da brauche ich auf jeden Fall diese Steine. Warum nur Steine? Ach ja, ich sehe auch gerade. Ich kann mal eben gucken, was für Zeug ich hier noch haben muss. Also für die Automatisierung. Indem wir mal ganz kurz das eingeben. Das. Oh mein Gott. Oder arbeitet der das noch mit was? Alter, ist da viel das drin, ne? Momentan wird nur 10 das immer abgebaut. Alter, 11.000! Die Enderquarry läuft, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen mehr Öfen, ohne Witz. Lead Dust, und was ist das? Wither Dust, das ist was anderes. Coal Dust, Glowstone Dust und Certus. Ja, das ist eh egal. Certus Quarz Dust. So, wir gehen mal ganz kurz hier hinten rein und gucken mal, ob da noch irgendwo ein Ofen frei ist, beziehungsweise ein Slot. Wobei das super blockiert wird. Wenn ich das jetzt da reinpacke, dann ist natürlich erstmal Schicht im Schacht, ne? Also da wird jetzt erstmal 11.000 Zinn verarbeitet. Und 800 Jellorium. Hier ist, glaube ich, auch noch so ein Ofen. Ah, ich glaube, hier sind die Sachen drin, die, hier zum Beispiel Pulverize. Und hier habe ich das drin. So sieht das nämlich aus. Deswegen Gold das noch rein. Jetzt haben wir, glaube ich, schon wieder einiges im Ofen, aber die Öfen reichen auf keinen Fall. Ich musste die Tage auf jeden Fall noch einen Ofen hier hinstellen. Das kann ich aber, glaube ich, offscreen machen, damit der Rest hier mal gebrannt wird. Man sieht ja dann im Endeffekt, was überbleibt an Dust und so. Und dafür braucht man dann halt noch einen neuen Ofen. Jetzt sollte sich auf jeden Fall ein paar Sachen reduzieren. Denk mal die hier. Ja, geht auf jeden Fall relativ fix. Das wird ordentlich leer gebrannt. Und ja, die sowieso. Ah, ne, Zinn wird jetzt quasi gelagert, weil was anderes den Ofen wieder voll macht. Genau, Gold wird rausgepowert. Okay, wir kriegen es schon hin. Also es läuft auf jeden Fall. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen mal ganz hoch zu der Mob-Farm, indem wir ein paar Steine mitnehmen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Cobble. 1 Million läuft bei mir. Boah, kommt da viel zusammen, ne? Die Quarry ist so krass. Painted Glowstones. Die können nicht, ohne Witz, die können ich auch nochmal woanders hinpacken. Dann nehmen wir noch die da raus. Dann brauchen wir noch Carpenter. Also ihr seht schon, das wird jetzt ein bisschen, da wird jetzt ein bisschen umgebaut und wir brauchen auf jeden Fall noch Fassaden. Facades. Conduit, Fassaden. Fassaden haben wir, dann haben wir die Fassaden. Dann brauchen wir noch Glowstones, weil ich wollte ganz gerne noch oben. Wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn. So ein paar eingefärbte Glowstöne bauen. Ach genau, ein paar mehr wären eigentlich nicht schlecht. Vielleicht noch ein paar mehr, weil da spawnen ja mal die ganze Zeit Katzen im Umkreis von der Mobfarm, weil die spawnen halt draußen, weil es halt da dunkel genug ist. Und dann miauen die ganze Zeit hier rum. Ich glaube, der eine oder andere hat es bestimmt schon gehört. Und deswegen gehen wir hier oben durch. Oh ne, da gehen wir lieber nicht durch. Dann sind wir nämlich genau in der Mobfarm. Das war dumm, weil ich sehe gerade, Glowstone muss in dieser Farbe, also in der Blockform gemacht werden. Deswegen muss ich hier jetzt mal ganz kurz schauen. Und ich sollte vielleicht erstmal die Fenster zumachen, weil sonst sieht mich gleich irgendwo ein Creeper und ein Skelett und dann streiten die sich da drin und dann knallt das nämlich wieder ordentlich. Genau, hier habe ich die Fenster zugemacht. Weil hier würde ich ganz gerne die Fenster alle zumachen. Da noch, guck mal, wie viel Dinger ich hier habe, ey. Wie viele Solardinger? Ich glaube, das fehlt auch bei Marc, ne? Die stürzen sich, glaube ich, alle immer auf die altbekannten Sachen drauf, anstatt mal ein paar neue auszuprobieren. So wie Ender.io. Also Ender.io ist ein richtig cooler Mod. Braucht man zwar relativ viele Enderperlen, aber die kriegt man ja dann entweder mit dem Schwert, muss man halt ein paar Endermänner jagen gehen, oder halt, wenn man irgendwann eine Farm hat, hat man davon ja auch genug. So, oh, da war schon ein Creeper. Ich würde das ganz gerne hier zumachen. Ja genau, komplett zumachen.
Okay. Weil ich glaube, die können mich da doch durchsehen. Und wenn hier mal einer herfliegt, das finde ich ein bisschen zu riskant. Nachher macht der Buben. Ich habe schon so oft die Mobfarm quasi neu machen müssen in diversen Projekten, weil halt irgendwie einer gesehen wurde und alles in Luft gesprengt hat. Das war dann doch ein bisschen ärgerlich. Hier kann ich leider keine Glowstones reinmachen, weil dann spawnt da drin nichts mehr. Da muss ja alles schön dunkel sein. Genau hier. Hier brauche ich auf jeden Fall eine. Warte, Painted Glowstone nicht. Das sind die Conduit. Conduit. Hardenet. Und? Jawohl, alles zu. Wobei hier oben noch nicht. Voll vorsichtig hier am Gucken. Gucken wir mal so, immer so reinlunzen. Ach genau, hier oben sind Leuchtelampen drin. Das ist okay, da können die drin bleiben. Nur der Kern, der muss auf jeden Fall zu sein. Guck mal, der Unterschied, wenn man fliegt und wenn man landet oder steht, besser gesagt, ist schon gewaltig. Hui. So. Ja, die Propeller sind jetzt nicht so geil hier an der Stelle. Vielleicht kann man die ja da einstellen. Leider kann man die nicht irgendwie einbauen. Ich hätte ja so gerne da drin. Oh nein, wenn ich den jetzt hinbaue. Guck dir genau in die falsche Richtung. Nein. Okay, muss ich einmal da drüber? Dann sieht es zumindest nicht mehr so scheiße aus. Dann ist der zumindest ein bisschen weiter drin. Und zwar machen wir das jetzt so. Und. Hey! Und. Hallo! So. Dann kann man hier auch den Schalter irgendwo hinmachen. Den könnte man theoretisch jetzt sogar hier drunter setzen. Soll ich den? Ach, guck mal, da ist sogar. Ja, sehr gut. Da ist dieses Zeug, dieser böse Boden ist da drin. Ich hoffe, der läuft jetzt. Da kann man hier gleich was anderes drum setzen. Dafür haben wir die Carpenter-Blöcke auch mitgenommen. Dann sieht es doch wieder richtig schön sexy aus. Damit, wenn ihr mal die Map zum Download kriegt, wenn das Projekt mal hier irgendwann beendet ist, ihr auch mal so ein ziemlich. Ja, ziemlich. Jetzt nicht komplett fertiges Haus bekommt, aber ein ziemlich komplett fertiges Haus bekommt. Nennen wir es mal so. Ich glaube, das ist ganz gut. Obwohl ich ahne Schlimmes. Ich glaube, das muss ich jetzt bei jedem Turm machen. Aber gucken wir erstmal. Oh, was haben wir denn hier? Hier muss, glaube ich, noch diese Fassade. Hier müssen noch diese Fassaden dran. So, sieht zwar wieder gut aus. Beleuchtet ist es ja hier auch durch die Glowstones, die in dem Boden sitzen. Ja, hängen. Sitzen. Sitzen ist gut. Wobei, da brauche ich ja gar nicht bei jedem Turm, weil der Turm ist ja noch was speziell, weil der halt noch niemals Fenster hat. Und dann wird sich das so ein bisschen erklären, warum hier auch vielleicht so Abschrägungen dran sind und nicht direkt wie bei den anderen Türmen, das auf dem Boden sitzt. Soll ja eh nicht jeder Turm gleich aussehen. Deswegen der Botania Tower wurde ja schon so ein bisschen angepasst. Oh nein. Oh, Glück gehabt. Dachte, es fehlen hier so vier Dinger für so ein bisschen. Guck mal. Das sieht doch gut aus. Und auf dem Rand spawnt auch nichts mehr. Und hier oben auf dem Rand, da wollte ich sowieso noch was machen. Und zwar kommt hier der ganze Glowstone hin. Dann haben wir noch ein paar. Dann schneidet hier auch erstmal nicht mehr drauf. Weil der gute Glowstone, der schmilzt das Zeug. Muss nur mal gucken, wie weit wir die auseinanderbauen. Gibt es hier eine Mitte? Ich glaube schon. Und von da aus gibt es dann auch nochmal eine Mitte. Hä? Was sind das? Ah ne, warte, 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 warte. Ich glaube, ich habe da einen Fehler eingebaut. Fehler. Da ist einer, der leuchtet. Ich glaube, hier gibt es keine genaue Mitte, ne? Weil das sind ja. Doch, gibt es wohl. Die genaue Mitte wäre dann hier. Weißt du, warte, ich mach jetzt erstmal die Löcher rein. Ich check das nachher gar nicht mehr, was ich hier mache. Da war der Glowstone drin, okay. Mitte. Glowstone. Komm, geh runter. Mitte, Glowstone und. Ist das die Mitte? Ich glaube nicht. Doch, ist wohl. Cool. Und hier drauf wollte ich ja ursprünglich mal so ein Landefeld. Ja, so eine Art Landefeld machen.
Wobei ich dann nachher gesagt habe, so, nee, lieber nicht. So, das sollte doch gehen jetzt. Jetzt können wir hier den Painted Glowstone reinmachen. Dann schmilzt schon mal der Schnee hier auf dem Dach. Richtig gut. Und man sieht nicht unbedingt, dass hier Glowstone drin ist, aber es ist auf jeden Fall auch schön hell hier oben drauf. Monster Spawn ja eh nicht. Weil ich eben so eine Magnum Torch irgendwo drin habe. Aber das, also hier ist die Plattform schon mal gut. Theoretisch könnte man da so ein Blood Magic Altar drauf machen. Aber dazu vielleicht später mehr. Und der Turm müsste jetzt eigentlich so nach innen gehen. Ich hätte jetzt ganz gern noch eine Verzierung hier von den Towern am Rand. Aber nicht jetzt. Wie machen wir das hier drin? Wie machen wir das hier drin? Weil hier fehlt ja noch ein so ein Übergang. Und zwar genau dieser hier. Das wäre erst nur so ein Provisorium, und um nach Thaumcraft hochzufliegen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Wenn der Eingangsbereich ja auch mal zu ist. Damit wir auch die Porting halt benutzen, ne? Hör mal. Muss hier aber nur noch so einen Balkon unten dran machen. Da haben wir das ja so abgeschrägt gehabt. So. Alter, war schon immer so hoch? Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz nach unten fliegen und einmal gucken. Ach, lol. Ich sehe gerade, unten ist der Turm ja weiter zusammen als hier oben. Deswegen passt das jetzt nicht so hundertprozentig wieder unten. Aber dann machen wir halt hier was, was auch passend aussieht. Ja, auf was man hier alles achten muss, ist schon der Wahnsinn. Dann können wir echt einen mehr machen. Nur Glas, Leuchteglas habe ich natürlich nicht mit. Scheiße. Dann wäre der Gang ja auch schon mal gut. Ich könnte natürlich auch Nachtsicht anmachen, aber ich will es ja, dass das alles vernünftig ausgeleuchtet ist und nicht nur, wenn ich meine Brille anhab, die alles hell macht. So, dann kann man hier auch immer irgendwann Thaumcraft weiterführen. Ab geht's zum Lager. Brauchen wir noch Glas? Und wir brauchen noch, wie heißt nochmal die Pillar? Pillar? Das könnte man nehmen. Das Glas. Und schon müssten wir eigentlich komplett fertig kriegen. Landeplattform und hoch. Weil hier unten ist so. Ja, genau, abgeschrägt. Abgeschrägt. Weil ich auf den anderen Ebenen die Kabel drin habe. Und der wird wahrscheinlich wieder genau anders aussehen. Warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Man kann es aber auch nicht ändern. Jawohl. So, und Glas rein. Dann ist da noch drin, schön hell hier drin. Guck mal, es fängt wieder an zu lecken. Nein. Gibt ja auch so ein Tool, beziehungsweise so eine Modifikation, die ist auch in dem Package hier enthalten. Die kann man halt mit installieren. Und wenn man dann Mod ist, oder OP besser gesagt, dann kann man sehen, aus welchem Bereich was leckt oder wie viel Block-Updates in dem Bereich sind. Und dann kann man halt so ein bisschen ausprobieren, was halt leckt und was nicht leckt. Schon gut eigentlich. Und ich würde sagen, hier oben machen wir dann auch nochmal was. Und zwar Glowstone rein. Dann noch da. Ne, warte mal, hier. Und da. Sieht man ja eh nicht. Oh Mist, ich hab nicht genug. Scheiße. Okay, dann machen wir hier wieder zu. Hör, was ist das denn? Lol, Painted Glowstone halt wieder. Warum habe ich denn so viele verschiedene? Dann kommt da auch noch einer hin. Und was haben wir hier? Ich glaube, hier war auch keiner drin, ne? Cobblestone. Doch, scheiße, da war einer drin. Genau da war einer drin, Alter. So, und dann machen wir hier noch einen rein. Das ist gut. Jetzt habe ich wieder zwei. Ich verstehe es nicht. Ah, okay. Jetzt haben wir ihn auf jeden Fall. Conduit-Fassade. Genau, das ist nur eine Fassade. Das leuchtet nicht. Aber das leuchtet. Gut. Und wir sind wieder einen Schritt näher an unseren kompletten Tower. Hier drin fehlt auch noch ein bisschen Deko in Daumenkraft. Aber wir kommen langsam.
Auf jeden Fall der Sache mal einen Schritt näher. Sieht auf jeden Fall wieder sehr, sehr cool aus, finde ich. Also würde ich jetzt sagen, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr meint und auch was in den Türmen noch rein soll, was noch fehlt. Weil wir haben hier zum Beispiel noch 2 Etagen frei, unten auch noch. Und da könnte man auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Anlage reinbauen oder vielleicht auch nicht. Also haut rein, tschüss!